Die Landesregierung hat den Kriterien für die Finanzierung von europäischen Forschungsprojekten und die einhergehende Mobilität von Forschern grünes Licht erteilt. Hier haben wir für die Jahre 19 bis 21 1,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um eben solche Forschungsprojekte dann zu unterstützen, wo die Bewertung bereits vorgenommen ist, die bereits als wirklich hervorragend eingestuft sind und wir dann sagen, wenn sie dann trotzdem nicht gefördert werden von Seiten der Europäischen Union, dann fördern wir diese, weil sie eben auch diesen Südtirol-Bezug haben. Die Landesregierung hat sich erneut mit dem Südtiroler Radwegenetz befasst. Eine Arbeitsgruppe hat die Aufgabe, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um das Radwegenetz für die verschiedenen Nutzungen weiter zu verbessern. Die Radmobilität als alternative grüne Mobilitätsform steht ganz oben auf der Agenda der Landesregierung, auf dem Weg, Südtirol zu einer sogenannten Green Region zu machen. Wir haben eine eigene Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt, den quantitativen, aber vor allem auch den qualitativen Ausbau des gesamten Radwegenetzes auch zu verfolgen, das Ganze noch alltagsfreundlicher zu gestalten. Das heißt, es gilt hier nicht nur den touristischen Aspekt, den Freizeitaspekt zu verfolgen, sondern auch den beruflichen und so weiter, den des Alltagsverkehrs. Und hier einen Maßnahmenkatalog gemeinsam nicht nur zu erstellen, sondern schrittweise abzuarbeiten, gemeinsam mit Vertretern von IDM, sieht man jetzt der touristische Aspekt, STAR, das ist eindeutig der Mobilitätsaspekt, Land, Bezirksgemeinschaften, die ja die Verwaltung haben, hier das ganze Projekt weiterentwickeln. Die Forderungen des Landes Südtirol und der betroffenen Gemeinden, welche die Auswirkungen der Bauarbeiten des Brenner Basistunnels mindern werden, haben von der staatlichen Dienststellenkonferenz nun grünes Licht erhalten. Im Konkreten wurde die Erhöhung der Schutzmaßnahmen gegen Lärm sowohl im Bau als auch im Betrieb an allen offenen Bereichen eingefordert und erhalten. Vor allem in der Bauphase muss genauestens darauf geachtet werden, dass Staub, Lärm und Lichtbelastungen eingeschränkt werden.